Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP'n dran und wir fahren fort mit Let's Play Mario Luigi Superstar Saga. In der letzten Episode sind wir abgestürzt. Ja, der böse Krankfried hat den schönen Bowser Jet zerstört und jetzt müssen wir über die Grenze mit einem Grenzsprung. So, dann machen wir das mal. Okay. So. Start Level 1. Und... Bah! Nein! Oh Mann! Oh Gott! Und so wollt ihr über die Grenze? Leider verloren! Noch einmal? Ja, das komme ich ja nicht über die Grenze weg, wa? Okay. Oh Mann, oh! Ich mache einfach mal den hier. Nein! Komm schon. Oh, leider verloren. Einmal. Gott, so viel Multitasking. Es ist zu spät für sowas. Okay. Aber die Mucke ist geil. Nein. Das ist so richtig fies. Komm schon. Ah. Nein! Ich vertausche... Das hatte ich bei Eden Mario und Luigi. Ich vertausche einfach die Knöpfe. Ja. Level 1. Das wird cool. Das ist einfach... Okay, komm. Ach. Manu! Was ist... Schwer! Leider verloren. Noch einmal. Kann ich euch nicht einfach meine Pässe zeigen? Das wäre doch viel einfacher für... Leider verloren. Ja. Okay, jetzt aber wirklich. Ich werde einfach mal ein bisschen still sein, um das zu schaffen. Oh Mann! Ihr regt mich auf. Ich springe gleich auf eure Köpfe, wenn das so... weitergeht. Nein. Ich denke immer, weil Luigi auf der einen Seite ist und Mario auf der anderen, dass die Knöpfe dann auch so sind. Ah. Hm. Was? Nein. Nein. Dann kommt halt später wieder. Ihr seid doof. Wisst ihr was, Leute? Ich habe irgendwie Bock, die Knopfbelegung zu ändern. Wie ist ja meistens da unten, da dann unten. Okay, nee, ich probier's einfach nochmal. Ich muss ja eh durch. Wie wär's mit einem kleinen Grenzsprung? Gut, ich konzentriere mich jetzt aber mal. Gut, machen wir das. Mann! Leider verloren, noch einmal. Also ohne Springen schaffe ich das natürlich nicht. Schade. Hätte mir jetzt eigentlich gefallen. Meint ihr, ich schaffe das, wenn ich mit beiden springe? Nee, natürlich nicht. Was sind das für grenzdebile Grenzwächter? Öwi, lass mich nur über die Grenze, wenn ihr das hübsche Spiel schafft. Yay. Okay. Ja. Komm schon. Okay. Dann stelle ich mich fertig, weil die Knöpfe vertauscht sind. Ich soll die Knöpfe umdingseln. Kann ich nur mit einspringen? Das wäre angenehmer für beide Partien.
Ja. Okay. Zack. 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 Verdammt. Nein. Zack. 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 Nein. Oh, du Hund. Leider verloren. Noch einmal. Ich war so weit. Ich war so weit. Und zack. Und zack, zack. Doof. Zack, zack. Zack. Zack, zack. 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 Verdammt. Zack, zack. Zack. Ah! Leider verloren. Mann! Zack. Zack, zack. 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 Nee, warte. Zack, zack. 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 Zack, zack. Okay. Zack, zack. Zack, zack. Oh. Nee, noch nicht verloren. Okay. Mann! Okay, komm. Zack. Und zack. Zack. Und zack. Zack. Zack, zack. 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 Und zack, zack. Zack, zack. Verdammt. Zack. Verdammt. Zack. 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 War's das? Oh! Fantastisch, es waren wirklich unglaubliche Sprünge. Bravo. Darf ich jetzt über die Grenze? Ab hier seid ihr im Bodenland. Passt gut auf euch auf. Ich weiß ja den anderen schon mal, aber das geht jetzt richtig. Oh, oh Gott, ich muss einen Grenzspruch zurückmachen, wenn ich zurück will. Moment noch. Ihr seid die Ersten, die es geschafft haben, unsere Grenze zu überqueren. Nehmt das hier, Sandy. Karte von wo? Ja, danke. Mit einer Landkarte fühlt man sich in der Fremde gleich sicherer, oder? Öffne das Menü mit Select, um die Karte anzusehen. Okay. So, Map. Ja, toll. Sternschnuppenfeld. Sieht aber cool aus, muss ich sagen. Endlich an der Grenze vorbei. Ah, das sind dann die Warp-Röhren. Gut. Gott, die Hüpferei. Ich glaube, ich werde die Tasten trotzdem. Aktuelle Sternschnuppe. Schwere Versäumnisse der Sternfeldverwaltung. Stachelschuppen zur Grenzsicherung scheinbar leicht zu überqueren. Drückt man im Laufen erst A und dann danach B, kann man die Grenzanlage springend überwinden. Umgehende Maßnahmen zur Grenzsicherung erforderlich. Okay. Aua! Okay. Pilz. Nee, Leute. Ich glaube, ich werde die Tasten umdingsen. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Oh ja, das ist viel besser. Viel besser, viel besser. Ich hätte das früher machen sollen, oder? Was soll's? Das ist dann auch ein DS. Ich habe ja meinen PlayStation-Controller hier. So. Ah! Das ist sicher ein Gegner. Okay. Zoom-Attacke, Item benutzen, fliehen. So. Oh, so ein Fiesling. Verdammt. Und zack. Okay, dann haben wir nur vier Papi. Nein, ich springe zu früh. Naja, man merkt, dass ich ein bisschen hastig bin. So. Wie viel eigentlich noch bis zum Level abfüllen? Luigi. 12. 17. Wow. Ich möchte da raus. Danke. Hab ich Luigi jetzt? Nein, gut.
So. Bam. So, tschüss, Mann. Und zack. Und bam. Yay, XP und Geld. Das gefällt mir. Ich muss aber sagen, das Spiel ist doch... Es ist cool. Es ist wirklich cool. So, die Map ist ein bisschen useless. Aber was soll's. Hey, das ist ja Bowser. Hey, Mario. Endlich bist du da. Los, hol mich sofort hier raus. Sieh an, Bowser höchst persönlich. Ausgerechnet in einer Kanone. Und will vor Wut fast explodieren. Was denkst du, wer du bist? Stella nennt man mich. Mit harter Hand regiere ich hier im Sternstuppenfeld. Viel habe ich von dir gehört, doch bist du kleiner, als ich dachte. Willst du etwa wieder raus? Umsonst lasse ich dich nicht heraus, du armer Wurm. Gib mir alle deine Münzen, dann lasse ich dich ziehen. Und niemand erfährt von diesem höchst peinlichen Vorfall. Die Schande, das ist ja nicht zum Aushalten. Hey, was? Ihr wollt mir für Bowser 117 Münzen zahlen? Hey, Mario! Das ist unser Preisegeld. Wenn das mal kein Pilzgeld aus dem Pilzkönigreich ist. Hier im Bodenland müsst ihr ausländische Devisen erstmal umtauschen. Der Tageskurs für 117 Pilzmünzen, genau 10 Bodentaler. Etwa läppische 10 Taler wird dieses Geheimnis nicht geheim bleiben. Also, bringt einfach noch 100 Bodentaler. Wie an das Geld kommt, ist euer Problem. Du Hund! Finde im Sternschnuppenfeld 100 Münzen. Du findest sie in Fragezeichenboxen oder gewinnst sie im Kampf. Überprüfe die Zahl in deinem Menü. Mann! Okay, wir müssen Bowser da rausboxen. Aber wir können ihn nicht rausboxen. Wir müssen Geld kriegen. So. Okay. Da ist ein Kampf. So. Machen wir den Typen platt. So. Und bam. Uff. Und zack. Aber ich muss sagen, ich finde die Animation richtig cool. Es ist ein richtig schönes Spiel. Bin froh, dass ich das jetzt playe. Hoffentlich lacht ihr nicht über mich, weil ich mich so anstelle wie... Keine Ahnung. So. B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Geld. So, das war's. Boinks. Okay, wie viel Geld brauche ich noch? Ich habe erst 20. Also ich vergesse, wie viel Bowser zahlen müsste. Das... liebt man auch nicht alle Tage, wa? Oh, das gefällt mir. Bong, bong. Kann ich eigentlich die Sprunghöhe variieren? Nö, es ist immer gleich. Ein Pilz. Ich kann die nicht zufällig verkaufen, um Bowser rauszuboxen. Nö, gut. Dann... Oh, was ist das denn? Ach, das Vieh heißt Fliegmut. Toll! Ah. Barttreffer, wa? Willi-Kanone. Ach, Willi-Kanonen sind's. Bonk. Yay! Schön, dass die nur auf mich zielt. Retieren kann. Und tschüss. Es gibt mir ein bisschen mehr... Oh Gott, das dauert noch... Mario Level 3. Yay, Level up. Ach doch, er kriegt Bart-Punkte. Dann wollen wir jetzt einfach mal einen Bonus auf Angriff machen. 3. Ich bin so schlecht in Bonussen. Ist auch richtig schlecht. Warte, ich war hier nicht noch ein Gegner. Okay. 4. Sehr gut. Bonk. Tschüss, Mann. Verdammt. Blob.
Und zerstört. So, ein paar XP. Oh, und Level Up für Luigi. Das finde ich gut. Was habe ich verstärkt? Ich habe deine HP, oder? Würde ich mal sagen, machen wir einen Boost. Oder habe ich deinen Angriff verstärkt? Ich weiß es nicht mehr. Ein Bart habe ich sicher nicht verstärkt. Oh, zwei. Sehr gut. So. Ich weiß nicht, ob das auch was in Stores bringt, weil mit Bartpunkten könnte man dann, glaube ich, Rabatt kriegen oder so etwas in den anderen Teilen. Was steht da denn? Pedalblock. Bestimmen mit Hilfe von links oder rechts auf dem Steuerkreuz die Richtung. Dann A, B, A, B, A, B. Aha. A, B. A, B, A, B. Okay, dann muss ich mich wieder hinstellen. A, B, A, B, A, B. Aber die Mücke ist richtig schön. Och, Manu. A, A, okay. B, A, B, A, B. Und wieder auf der anderen Seite. Komme ich da irgendwie hoch? Also zurück komme ich nicht mehr. Geld? Nein, ein Sirup für die Bruderpunkte. Die Bibi. Sternschuppen Areal 51. Oh. Was macht das? Die Sternschuppen von eben sind vielleicht... sind tatsächlich feindliche Außerirdische. Bei unserer Sternschuppen-Ehre. Wir müssen sie finden. Ist das Roboter? Sind das für Roboter? Sternschuppen-General habe ein sehr verdächtiges Objekt ausgemacht. Dieses Grün ist so leuchtend, dass es in den Augen brennt. Habe das auch überprüft. Aber das ist rot, nicht grün. Sofort mit bloßem Auge überprüfen und Bericht. Was zum Beispiel ist das für ein Ding? Ach, Mario und Luigi, wa? Oho, das ist doch Mario aus dem Pilzkönigreich. Bestätige Sichtung von Luigi. Sergeant, umgehend Autogramme anfordern. Hm, so so. Was? Die schöne Stimme von Prinzessin Peach? Gestohlen? Diese Stimme muss unbedingt gerettet werden. Vielleicht können wir euch dabei ein wenig helfen. Nun, weihen wir euch in die Paaraktion der Sternschnuppenbrüder ein. Mario, Luigi, jetzt gibt es ein spezielles Sondertraining zum Thema Paaraktion. Bereit für das Sondertraining? Ja. Das schaffen wir noch. So. Um besonders hoch zu springen, hüpft Luigi zunächst auf Mario. Dann kann ein hoher Sprung ausgeführt werden. Drücke zunächst L, um den hohen Sprung auszuwählen. Aha. Hoher Sprung. Der erste Sprung erfolgt dann durch Brücken von B. Ah. Drücke zum gemeinsamen Sprung noch einmal B. Okay. Damit kann man höher springen als allein. Doppelt springt besser. Erklärung wiederholen? Nee, das war. Also, Luigi, spring mit hohen Sprung auf den Felsen rechts. Ah. Okay, okay. Okay, geschafft. Gut gemacht. Mit dem hohen Sprung schaffst du auch höhere Stufen. Jetzt tauscht mit Start die Position. Mario, bitte nach hinten drehen. Drücke L und wähle den Wirbelsprung. Ah, das kennen wir. Das kennen wir schon aus den anderen Teilen. Wirbelsprung. Drücke B, um zu springen. Ganz easy. So kann Mario auf Luigis Schultern springen. Wenn du nun erneut B drückst, wirbelt ihr weiter zusammen für eine Weile durch die Luft. Verwende das Steuerkreuz, um dich in der Luft zu bewegen. Yay! Mit dem Wirbelsprung könnt ihr auch breite Täler und Gräben mit einem Sprung überqueren. Erklärung wiederholen? Nein. Also Mario, spring mit dem Wirbelsprung auf den Felsen auf der rechten Seite. Position ändern. B. Wow!
knapp. Bravo. Die Aktion, die dahintere Ruder durchdrücken von B ausführt, nennt man Fahraktion. Drücke L, um die Aktion auszuwählen und B, um sie auszuführen. Merkt euch das gut. Das sind Aktionen, die nur in brüderlicher Einheit überwältigen lassen. Sondertraining Ende. Nein. Dann zeigt mal, was ihr im Sondertraining gelernt habt. Na, benutzt den hohen Sprung, um den Wirbelsprung und zu der Flagge da oben zu kommen. Okay. So, Leute, das machen wir aber erst in der nächsten Episode, denn die Zeit ist um. Hoffentlich hat es euch genauso gut gefallen wie mir. Und in der nächsten Episode gehen wir da hoch. Yay. Und bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.